Frohe Festtage wünsche ich euch. Heute ist der 24.12.2023, Heiligabend. Und ich packe mit euch ein kleines Paket aus. Das Paket ist ein Geschenk vom lieben Mike zu Weihnachten. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Und diese Kleinigkeit will ich jetzt, wie gesagt, mit euch zusammen auspacken. Der liebe Mike aus meiner WhatsApp-Gruppe hat mir eine Freude machen wollen. Nicht nur mir, sondern auch vor einigen Kollegen aus der Gruppe. Lieber Mike, vielen, vielen Dank. Du siehst, auch heute ist der 24. 12.2023. Ich habe das Paket, wie versprochen, nicht vorher ausgepackt. Ich mache es jetzt und ja, ich weiß nicht, was drin ist. Ich sehe nur, es ist ein Masters of the Universe Origins Spycore-Karton. Mehr kann ich dazu nicht sagen, aber das wird nicht drin sein, glaube ich nicht. Weil ich bin ja auch kein so Masters-Sammler, aber egal. Egal, was da drin ist. Ich freue mich schon sehr, weil die Geste freut mich wirklich. Man ist eigentlich perplex, weil man hat damit nicht gerechnet. Also, er hatte mich kontaktiert und mich gebeten, das nicht auszupacken vorher. Das habe ich jetzt getan und so. Und jetzt packen wir es aus. Kurz, ne, gar nicht mit groß rumreden. Nachschauen, was ist drin. Und uns freuen. So, was gibt es denn Besseres, als zu dieser Zeit Pakete auszupacken? Aber wir Sammler, wir haben ja das ganze Jahr über Weihnachten so viele Pakete, wie wir auspacken. Da ist ja Weihnachten ja eigentlich schon nichts Besonderes mehr. Irgendwie. So, da ist es offen. So. Fast. So. Da ist eine Karte, wie ihr seht, hier für Sascha. Die mache ich auf, aber ich gucke erstmal rein, je nachdem, was da steht. Werde ich es vorlesen. Ein Teil kann ich natürlich euch zeigen. Hier eine wunderschöne Weihnachtszeit und ein glückliches neues Jahr. Das habe ich von ihm bekommen. Und da drin, ja, also ich kann es vorlesen. Lieber Sascha, ich wünsche dir und deinem Bruder frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja, wünsche ich dir ebenso. Vielen, vielen Dank. Das kommt hier schon mal an die Seite. Der kann weg. Und Popcorn, hätte ich fast gesagt. Plastik. Und da drin ist etwas versteckt. Natürlich nochmal eingepackt. Ja, seht ihr? So. Ich wühle durch, nicht, dass da noch was Zweites. Nein. Das ganze Zeug geht weg. Ja, den Karton halte ich erstmal, weil das Zeug ist gefährlich. So, also ihr seht hier eine schöne Packung. Ich weiß nicht, was drin ist. Es ist einfach, ja, eine Freude. Auspacken. So, das machen wir da auf. Wie ihr seht, ich weiß nicht, was da ist. Ich bin ziemlich gespannt. Es macht Spaß zu unboxen. Das mache ich ja selten. Ihr wisst es ja. Ich zeige euch eigentlich immer mehr nur die Sachen. So. Egal. Messer zur Seite. Und der Coca-Cola Weihnachtstruck. Auch cool. Coca-Cola trinke ich sehr gerne. Und ich muss zugeben, ich habe mal eine ganze Zeit wirklich alles Mögliche von Coca-Cola gesammelt. So, was gibt es hier ein Datum? Nee, leider nicht. Manchmal ist es ja auch so eine Jahreszahl, so eine Jahresdinger. Das ist zu gewissen Zeiten, gewisse Trucks. Der Coca-Cola-Truck hat natürlich auch durch die Werbung einen Kultfaktor. Ja,
Diese Kleinigkeit habe ich bekommen. Absolut kultig. Ja, wie gesagt, ich bin nicht nur Coca-Cola-Trinker, ich habe wirklich eine ganze Zeit alles Mögliche von Coca-Cola gesammelt. Von Gläsern über T-Shirts habe ich sogar gehabt. Irgendwelche CDs mit den Jingles drauf, gerade weil ich auch aufgewachsen bin. Mit dem Robin Beck Song damals in den 80ern. Jetzt komme ich gerade auf den Titel nicht. First Love, ich sage ja genau. First Time, First Love, glaube ich. So, na egal. Auf jeden Fall. Und Coca-Cola ist natürlich auch immer etwas Besseres. Und ich habe sogar mal beim Pepsi-Test versagt, indem ich nie Pepsi rausgeschmeckt habe, sondern immer nur Coca-Cola. Ja. Also, Coca-Cola habe ich hier. Wahnsinn. Ein schöner Truck. Der bleibt auch in meiner Sammlung als Andenken für diese schöne Sache. Ja, lieber Mike, vielen Dank. Und das war's auch. Das ist ja hier nur so ein kleines Special sozusagen zu Weihnachten. Ich wünsche euch weiterhin schöne Tage. Genießt die Zeit und ja, feiert weiter. Macht's gut. Und Mike, danke dir.